Servus und herzlich willkommen zum neuen Video. Jetzt mal wieder keine Kurzvideos und Daily, sondern wir sagen mal, wir stellen zweimal die Woche an. Ohne Druck, ohne Stress. Schaffen wir es, ist gut. Schaffen wir es nicht, dann halt auch nicht. Und gucken einfach, was der landwirtschaftlich so anfällt. Jetzt nutze ich gerade mal, dass der Frost weg ist und lasse das Weidefass auslaufen. Dazu bräuchte ich natürlich auch erstmal den Schlauch. Den habe ich da irgendwo mit reingeschmissen. Genau. Und dann können wir den da leer laufen lassen. Einmal aufdrehen. Ach, ist schon offen. Okay. Dann müssen wir da bloß noch was am Arsch geben. Genau, alles klar. Gut, so machen wir das. Dann ist das auch schon mal erledigt. Dann kann das da leer laufen. Das macht da gar nichts. Da ein bisschen Plane drüber. Dann passiert auch nichts. Jo, und dann schauen wir mal, jetzt ist es noch hell, dass wir hinten das kaputte Flutlicht am Futterplatz austauschen. Da habe ich oben schon Ersatz liegen und das einfach mal schnell anklemmen, denn jetzt im Hellen kann ich einfach mal schnell die Sicherung wegnehmen und sieht trotzdem noch was. Jubel, Jubel, Freu, Freu. Also da hinten ist halt durch den Regen alles schön siffig. Muss das echt jeden Tag durchschieben. Gut, aber jetzt greifen wir erstmal das Licht an. Und zwar den da oben runtergeschraubt und den neuen dran geschraubt. Material habe ich hier. Und dann schließen wir es noch schnell an die Stromleitungen, Elektrizität, und dann sollte das passen. Dann können wir den füttern und dem Misten nachgehen, und das geht auch bei Halbdunkel. So, der Wind haut zu Berge, wir ziehen Fallera. Jetzt muss ich da einmal hinterklettern ins Ballenlager, denn dahinter ist der Verteiler, an dem diese Lampen drauf geklemmt sind. Jo, da muss ich mal kurz auf Felle legen, denn da brauche ich jetzt entweder Steigeisen oder beide Hände. Jo, jetzt on top of the world, wie man so schön sagt. Und da hinten ist dann ganz im Eck der Verteiler dafür. Da unten sieht man, ne? Ja. Da springe ich jetzt mal schnell runter und montiere die Lampe. Jo, alles ordnungsgemäß verdrahtet, dann FÖ wieder rein. Er bleibt drin. Das ist ein gutes Zeichen. Und dann schauen wir uns mal schnell an, ob das jetzt auch alles so ausgeleuchtet wird, wie ich mir das vorstelle. Das ist schon verdammt hell, das Licht mit der Kamera, ey. Also, dann haben wir das Außenlicht an. Okay, bleibt auch dran. Das ist ein gutes Zeichen. Und dann gucken wir mal, ob das so alles erleuchtet ist, wie wir uns das so vorstellen. Ja, genau so soll es sein. Super, da ist sie. Macht jetzt wieder Ballett da hinten. Sieht man was. Wunderbar, läuft. Hat er gut gemacht, der Bauer. Dann kommen wir jetzt mal zum Misten. Weitergehen und dann nochmal Wasserfass fahren. Und dann sind wir auch schon durch für heute. So, mal kurz, weil viele gefragt haben, warum machst du nicht gleich direkt eine Kupplung an dein Heckgewicht? Das Heckgewicht stammt noch aus ganz, ganz, ganz frühen Anfangstagen und war für den kleinen Fiat gedacht. Da habe ich auch nicht den Gedanken dran verschwendet, irgendwie Armierung einzubauen. Also wenn ich da einen Kugelkopf dran baue, dann reißt es mir den raus. Ganz klar. Zudem wäre, wenn wir mal hingucken können, zudem wäre ja das Problem, dass das ja auf der Ackerschiene dreht, ne? Das ist ja Unterfluggewicht. Deswegen ist das mit dem Dreieck da schon eine feine und einfache Geschichte. So, der Hauer ist völlig überstrahlt. Ich sehe auch nichts mehr. Kleine Punkte. Die Leuchte ist krass. Okay, das brauchen wir jetzt aber nicht. Jetzt fahren wir einmal Wasserfass holen.
Meter, ne? Das schifft so viel, wie es bloß schiffen kann. Ohne Schmarrn. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Machst du wie die Sau. Ich weiß gar nicht, wann war das letzte Weihnachten, wo wir vernünftig Frost und Schnee hatten. Also, man will ja nicht viel, aber Regen bei 8 Grad plus ist halt das Ungeilste, wenn wir uns Weihnachten wünschen. Aber klarer Vorteil von dem Wetter, ich kann einfach an die Wasserzapfstelle hin und kann da das Wasser reinleiten und muss nicht erstmal einen Schlauch aus dem Haus holen und auftauen und was weiß ich noch alles. Ja, in der Zeit schieben wir schon mal hinten am Futterplatz das ja, übrige Futter und den Mist ein bisschen zusammenhändisch in den Ecken, so dass wir dann wunderbar mit dem Hoflader durchschieben können. Also es regnet. Und regnet und regnet. Ja gut, vielleicht wird es hinten gleich ein bisschen gespült, ne? So, mit dem Durchschieben Misten fertig. Also ich bin jetzt echt kein übermäßiges Weichei, aber bei 4 Grad und Dauerregen ist halt so absolut ungeil. Und das wird auch bloß so semi sauber. Jo. Aber ist erstmal das Gröbste weg. Das heißt, die nächsten Tage bei der Witterung einfach dranbleiben und mit dem Handschieber hinterher schieben. Dann kommt nicht immer so viel zusammen, dass man mit dem Lader rein muss. Ja, scheiß kalt. Dann lasse ich es jetzt mal schnell hoch. Fahre das Tränkebecken fürs Jungvieh runter. Und dann schnell ab unter die heiße Dusche, bevor ich noch krank werde. Da habe ich nämlich überhaupt keinen Bock dazu und auch keine Zeit. Servus meine Freunde, heute ist Heiligabend, endlich ist Weihnachten. Es ist super mild, 8 Grad, leicht windig. Und es hat endlich das Regnen aufgehört. Denn ich schiebe jetzt da gleich nochmal den Fressbereich durch, den ich gestern maschinell durchgeschoben habe. Schnell mal händisch. Es hat gestern noch so geregnet, dass das schon wieder alles siffig und matschig ist. Und weil immer viele sagen, ja, die haben keine andere Möglichkeit, um sich in die Kacke zu legen. Da unten liegen sie. Und genießen es halt auch völlig, dass sie 365 Tage Weidezugang haben. Deswegen die Liegehalle gar nicht so in Benutzung. Für die Kleinen mache ich es jetzt aber trotzdem. Und zwar ist mir gestern aufgefallen, wie es so euch geregnet hat, den Grund, warum unsere Mistmatratze immer so extrem siffig war, es regnet hinten zwischen das Dach rein, also es rennt von der Brücke runter, zwischen Dach und Brücke durch und dann nach vorne und die ganze Matratze saugt sich da voll. Das wollen wir nicht. Deswegen gucken wir da mal, wie wir das am besten bewerkstelligen können, dass da nichts mehr durchläuft. Am besten wäre da unten drunter eine Regenrinne ziehen, aber die habe ich jetzt natürlich auf die Schnelle nicht greifbar. Ich denke, ich werde einfach mal ein Brett dran schrauben, dass das auf dem Brett ablaufen kann nach vorne, um dass das da trocken bleibt. Also gut, da können wir schon, was ich meine. Da meine ich zwischen Dach und Brücke. Eigentlich dachte ich, naja gut, der Spalt, der macht nicht viel aus. Der Spalt an und für sich ist es auch nicht. Das Problem ist, dass die Brücke leicht geneigt ist in die Richtung. Das habe ich gestern erst bei so einem Starkregen das erste Mal gesehen, dass es leicht Gefälle hat Richtung Dach. Und dann läuft es natürlich da dazwischen, ganz klar. Das wollen wir verhindern. Tja, wie können wir es verhindern? Man könnte da oben auch noch einen Winkel draufdübeln. Hier quasi als Regenleiterrinne. Das dann ein bisschen mit Acryl und Silikon ja, so halbwegs anpassen oder nee, noch besser ist wahrscheinlich ein Schaumstoffstreifen drunter, weil Acryl und Silikon wird irgendwann brüchig, rissig und wird auch wieder undicht. Das wäre mal eine Idee, ob man da nicht so eine Leiste, so einen ganz normalen kleinen L-Winkel, so mit 15 mm Schenkellänge, wird völlig ausreichen. Und da drunter dann Dichtband oder halt Schaumstoff oder so, wie man es nimmt beim Estrichverlegen außenrum. Diese Sauce und sowas habe ich jetzt spontan gedacht. Das sollte eigentlich gut abdichten. Und das dann mit Schmackes da drauf gedübelt, dann sollte da eigentlich nichts mehr reinlaufen. So der Plan. Jo, dann machen wir das so. Hier drin sieht man jetzt erstmal nichts. Ja, deswegen machen wir schnell Licht an. Das heißt, ich muss da mal hinter mit meinem Minilader, denn hier steht das Stroh zum Einstreuen. Da drüben ist ja alles Heu.
schnell mal wegräumen da und den ein, zwei Strohballen, sag ich mal, vorholen. Einen als Grundlage reinrollen unter die Überdachung und einen unten am Futtertisch hinstellen, mit dem man täglich was händisch nehmen kann und einfach nachstreuen kann, ne? Damit das immer schön sauber und trocken bleibt. Dazu muss aber auch erstmal das Wasser von oben abgestellt werden, denn sonst bleibt mir das nicht sauber und trocken und läuft die ganze Zeit so vor sich hin. Oben jetzt in der Liegehalle brauche ich noch ein Gatter und nachdem der Treibewagen jetzt im Winter hin benutzt wird, nehme ich einfach das Gatter, was am Treibewagen dran ist und fahre das mitten auf. So, jetzt sind die Vorbereitungen durch. Jetzt ist Weihnachten. Einmal den Ballen so halb zerlegt und den Rest machen sie dann selber. Nutzen jetzt das Spielzeug und dann können die sich da trocken reinlegen. Sauber ist es, gefüttert ist, ideal, passt, wunderbar. Jetzt können die Feiertage ruhig und besinnlich stattfinden. Ja, da haben sie einfach mal spontan geguckt, was da los ist. Aber interessant ist es jetzt gerade, oder? Denn jetzt ist vorne die Silage, die Frische, viel interessanter. Wenn jetzt aber der Bau ein bisschen gesättigt ist, geht's hier hinter und dann gibt's hier bestimmt tolle Szenen, die ich leider nicht filmen kann, da ich jetzt drin bin und Weihnachten feier. Aber ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß! So, erster Weihnachtsfeiertag. Alles relativ sauber, ein bisschen Futterreste, aber das schiebe ich morgen einfach wieder zusammen. Dann ist es auch wieder schick. Das eingestreute Eck wird jetzt bloß von ein paar wenigen genutzt. Servus, Merry Christmas. Wenn man so schön sagt bei den Amis, gell? Da streuen wir jetzt ein bisschen noch was drauf. Und jo, passt das doch so, ne? Schick, schick, schick. Passt. Brauchen wir keine Schwierigkeiten machen. Viel wichtiger ist aber, warum ich jetzt wirklich hinten bin. Wir haben gerade festgestellt, dass eine Kuh, und zwar unsere Sender, die eigentlich ewig lang leer war und aus irgendeinem Grund nicht belegt wurde, jetzt ein Kalb auf die Welt gebracht hat. Ein Christkind. Da wollen wir mal kurz schauen, was das ist, was es damit auf sich hat und ja, ob es dem Kalb gut geht und ob die Mutter ihren Job gut macht. Einfach halt mal nach dem Rechten schauen. Ja, da steht sie nun, unser Sender mit was kleinem Schwarzen. Das ruht sich jetzt aus, vorne ist noch rumgesprungen. Ja, so Geburt ist auch anstrengend, auch fürs Kalb, ne? Müssen wir jetzt gucken,
dass in den ersten Stunden nach der Geburt auch genug Biestmilch aufgenommen wird. Das heißt, die erste Milch, die die Kuh gibt, die noch reich an Immunglobulinen ist, das heißt, das ist ganz wichtig für die Entwicklung und fürs Immunsystem vom jungen Kalb. Wenn da was fehlt, hat man ein gravierendes Problem. Deswegen sind wir da immer ganz bedacht drauf, dass wir das kontrollieren, dass das auch funktioniert in den ersten Stunden, das Saufen. Ne? Was wir dann noch gucken müssen, ist jetzt wahrscheinlich mehrfach dann die Zaunkontrolle. Das heißt, eher in den, ja, sag mal, am dritten, vierten Tag, wenn sie ein bisschen, ja, flügge wird, dann müssen wir immer schauen. Ich denke, die kennen den Zaun ja nicht. Die rennen da einfach durch und kriegen zwar einen Schmerzimpuls, rennen aber nach vorne weiter durch den Strom und checken nicht, woher dieser Impuls kam. Das lernen sie dann erst mit der Zeit und dann muss man immer ein bisschen gucken. Das kennt ihr ja so genügend. Ich schleppe die Kälber ja immer wieder zurück zur Mutter. In den ersten Tagen müssen wir da ein bisschen unterstützen. So, jetzt gehen wir mal rein und schauen uns das kurz aus der Nähe an. Jo Freunde, wirklich ganz, ganz, ganz frisch. Also hinten hängt noch die Nachgeburt ein bisschen mit raus aus der Kuh. Sieht man so. Kleiner roter Faden. Jetzt gucken wir uns mal das Kälbchen an, ob da alles passt. Servus, hallo. Grüß dich, herzlich willkommen. Na, was haben wir da? Magst du es mal sagen, was du bist? Magst du es mal zeigen, was du bist? Ja. Jetzt wäre der ideale Zeitpunkt, um Ohrmark einzusetzen. Aber hier habe ich jetzt gar nicht dabei. Werden wir schon die Tage auch nochmal hinkriegen irgendwo. So, aktuell zittert jetzt ein bisschen. Komm, Mutti, ich gehe mal wieder zurück, dass du wieder her kannst. Sie weicht von mir zurück, weil sie Respekt vor mir hat. Ich bin einen Rang höher. Ich gehe jetzt wieder weg, dass die Mutter wieder ins Kalb ran kann und das Kalb weiter lecken kann. Ne? Also ist sie noch feucht. Nicht, dass das Kalb sich noch irgendwie was wegholt. Ist ja trotzdem schnell mal was mit Erkältung und sowas in der Richtung unterwegs. Okay, Freunde, wir haben einen kleinen Bullen. Und bei Bullenkälbern hat uns die Vergangenheit gelehrt, besonders aufmerksam zu sein, ob die saufen, denn die sind meistens nicht ganz die hellen. Meine Frau sagt immer, es ist ähnlich wie bei Menschen, aber bei den Hochländern ist es schon besonders. Die Bullen sind ein bisschen die Schlichten. Die sind ein bisschen schlicht im Geist, die kleinen und die dunkleren Lichter auf der Torte. Ne? Wir überlegen gerade, ob wir den kleinen Kerl Jesus nennen, weil er an Weihnachten kam. Und jetzt ist er auferstanden. Jesus ist auferstanden. Herrlich, bei Hauers auf der Weide, da geschehen noch Wunder an Weihnachten. Schmächtig, kleiner, schwacher Kerl, der sich einen Dreck um seine Mutter schert, das ist wieder so typisch für diese Bullen. Ah, ja, ja, und der hat mir echt nicht gedacht, dass die noch so spät irgendwas kommen. Wir dachten wirklich, die ist leer geblieben, weil die war weit, weit, weit über der Zeit. Ich weiß nicht, was da das Problem war, dass die so spät dran war. Aber sie wird schon schnallen, dass er hin muss, oder? Oder Sender? Schnapp ihn dir. Der ist ganz, ganz, ganz schwach. Sehen bis morgen früh in den Saufen. Ist das wieder Kandidat, den wir anmelden müssen. Alles trocken, alles sauber, waren jetzt bloß zwei Stellen, die besser feuchter waren. Morgen wird dann wieder maschinell eingestreut. Dann nehme ich dann das Krokodilgebiss vom Minilader, hole in der Mitte was drauf und die, wie ihr schon gesehen habt vorhin auch, die verteilen sich ja selbstständig. Das ist ja das Praktische. Das heißt, man muss da gar kein schönes Bettchen vorbereiten. Mehr verschwendete Zeit, machen sie es selber und es ist richtig gut. Der junge Neuzugang hat sich schon außerhalb des Zaunes bequem gemacht. Ja, wollen wir mal kurz zurück. Also wir sind jetzt ziemlich fest der Überzeugung, dass wir ihn Jesus nennen. Er ist hier schließlich ein Heiland. Wortwitz. Da habe ich 10 Euro in die schlechte Witzekasse. Und da liegt er doch. Jesus! Wie schaut's aus? Naja, komm. Was ist denn mit dir? Geh zur Mama, komm. Raus vom Zaun. Einmal Strom ausschalten. Ja, ich weiß schon. Tu nochmal raus. Einmal Strom ausschalten, haben wir da zum Glück richtig schön in unsere App drin. Man kann da jetzt bedenkenlos dranpacken. Und den kleinen Baby Jesus einfach mal
durch den Zaun buxieren. Komm, dieser Mann. Du bist noch glatschnass, mein Freund. Du musst raus zur Mama, die muss dich trocken lecken. Das ist so doof und so bequem. Das ist typisch Bullenkalb, oder, Sender? Was sagst du zu dir, boah? Hey, schau auf halt nach dem, ne, dass das was wird. Ich wasche. Komm, schieß es. Auf geht's. Ja, jetzt bitte keine Kommentare, wie kann ich so kaltherzig sein? Ich weiß, das schaut brutal aus, als es ist. Er geht jetzt schon wieder zur Mama hin. Hab gesaufen. Such dir mal Euter, ne, ist die falsche Seite, andere Seite. Ja, die Tendenz passt. Tendenz passt. Mutti, bleib stehen. Tendenz stimmt schon mal. Ja. Also Jesus, es wird das letzte Mal sein, dass wir uns gesehen haben, ne? Denke, das wird jetzt die Tage noch öfter passieren, bis sie eben kapieren, wo da der Wind herweht auf der Litze und dass da eben ein sehr anderer Wind pfeift mit 10 kV. Da, bis dann. Da irgendwie. Und da manövriert man jetzt mal kurz rüber zum Mutti, denn da soll der sein und da soll er bleiben. Nächste Maßnahme ist dann heute Nachmittag, wenn er nochmal draußen liegt, ihn und die Mutti in den Stall für die ersten paar Tage, dass der auch genug Milch kriegt und sich die Mutti drum kümmern kann und dann nicht irgendwo ständig alle anders rumflackt. Wir sind jetzt in den Zweck der Übung. Ja, Mutti steht da drüben mit ihren Kumpels und wartet. Und hier ist der kleine Drecksack. Den werden wir mal nach drüben bringen. Mal schauen, ob er selber rüberläuft oder ob man rüber tragen muss. Gucken wir mal. Unser kleiner Jesus lag jetzt da drüben und die Mutti stand auf der anderen Weide und hat sich da massiv Sorgen gemacht. In den ersten Tagen akzeptieren die Kälber den Zaun nie, denn sie laufen durch, sie kriegen zwar eine gewischt, können den Impuls aber nicht deuten und laufen unter Schreck einfach weiter geradeaus. Bis die verknüpfen, dass der Impuls mit dem Zaun zu tun hat und dann immer durchgeht, das dauert ein bisschen. Aber unser Baby Jesus ist ja ganz manierlich mit rübergelaufen. Den musste man einfach ein bisschen aufscheuchen. Das machen sie immer ganz gerne. Ich war ja froh, dass er da noch am Wiesenrand lag. Wir haben ja schon ganz andere Kandidaten. Ich meine, das kennt ihr ja von diversen Videos von uns. Dass sie tief im Wald liegen und du die fast nicht mehr rauskriegst, weil sie gar keinen Bock haben, rauszugehen. Das war jetzt bei ihm sehr, 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 sehr einfach. So, Mission erfüllt. Schauen wir mal, wie er sich heute Nachmittag verhält. Sollte da heute Nachmittag wieder Tendenz sein, dass er irgendwie draußen liegt, werden wir wahrscheinlich ihn und die Mutter mal für ein paar Tage in den Stall nehmen, bis sie sich aneinander gewohnt haben. Und da kann man ein bisschen besser beobachten, auch wegen Saufverhalten und sowas. Das ist ja auch ganz wichtig. Ja, der Alltag hat uns wieder. Die Waage zeigt gut 10 Kilo mehr an. Und ja, aber im neuen Jahr macht der Bauhaus sowieso mehr Sport und da wird alles besser. Bis dahin mache ich noch einen schlanken Eindruck, indem ich Weitwinkel einschalte. Ne? Jo, unser Jesus ist gut unterwegs. Mutti kümmert sich drum. Jesus ist bis jetzt wieder in der Weide geblieben. Ist recht agil. Hat jetzt auch schon mal Kot abgesetzt, das heißt, er säuft. Ja, jetzt gibt es einfach mal für Rom, für die Bande, nochmal einen Siloballen als Auffrischung. Gestern haben wir ihn durchgemistet. Also es ist so sauber, dass hier hinten sogar die Kälber im Trockenbereich liegen. So, geil, so soll es sein.
Und heute Abend wird nochmal neues Stroh eingestreut. Denn das saugt sich immer ein bisschen voll, hat geregnet. Jetzt die nächsten zwei Tage soll es dann trocken bleiben. Da können wir dann wieder ein bisschen was dazugeben, weil von hinten und von vorn kommt trotzdem ein bisschen Feuchtigkeit rein. Das ist ja keine geschlossene Abteilung, das ist ja einfach nur ein Überdach. Und da weht es trotzdem von der Seite ein bisschen Feuchtigkeit rein. Also wird das Stroh auch nass. Da streuen wir trocken auf, dann bauen wir Stück für Stück eine Mistmatratze auf, die immer relativ trocken und sauber bleibt. Und wie man so sieht, wir haben sehr saubere Tiere. Also den Treibeweg, den können wir selber nicht beurteilen, aber die Tiere, die sind sehr sauber. So, einmal Siloballen aufmachen und rinnen die rauf. Alle, die mal wissen wollten, was da hinten für Panels sind. Dahinter steht eigentlich immer unser Viehhänger. Jetzt gerade aktuell nicht, weil ich versuche jetzt irgendwie den Tage noch frisch zu machen. Und dann stellen wir den auch da hinten rein. Ja, aber der steht da eigentlich immer dahinter. Das ist ja eigentlich immer bloß für die Kleinen. Die liegen da recht gern. Die Größeren, die sind, also wie man so sieht, die sind wirklich alle super sauber, unsere Tierchen. Die sind alle immer unten noch auf der Weide unterwegs. Und da gibt es so viele schöne, saubere Plätze für sie, wo sie sich hinlegen können. Deswegen bevorzugen sie das ganz klar. Großer Vorteil von dieser Rinderrasse, ne? Andere machen das nicht so. So, dann war's das mit dem Video. Wir machen hier Stopp. Und das ist der letzte Vlog für 2022. Vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung. Und rutscht gut rein ins neue Jahr. Zwischen den Tagen kommt jetzt nochmal Special von uns, Best of 22, die besten Drohnenaufnahmen, das Polaris Fazit-Video zum letzten Modell, das wir da hatten. Und ja, seid einfach darauf gespannt. Ansonsten in alter Frische, gesund und munter dann 2023 und da dann zum Vlog oder zum Stream. Bis dahin, Servus und Ade. Some